Erneut versammelte Justus Franz und sein Orchester Philharmonie der Nationen die Nachwuchskünstler um sich. In einem intensiven viertägigen Workshop verfeinerten die Profimusiker um den berühmten Dirigenten und Pianisten die Fähigkeiten der Kids. Hochkonzentriert arbeiteten die rund 100 Jungmusiker mit den Profimusikern zusammen und nahmen begierig die Tipps auf. Die positive Entwicklung der Kids wurde aufgenommen und noch weiter vertieft. Leichte Dynamik. Und dann wird die Seite gut gestimmt, ja? Die Fortschritte, die die Kinder durch den letzten Workshop gemacht haben, waren nicht zu überhören. Doch jetzt hieß es, die positive Entwicklung fortzusetzen und die Qualitäten der Kinder noch weiter zu verbessern. Mit Ehrgeiz und Konzentration wurden die Inhalte vertieft und der Schwierigkeitsgrad der Übungen erhöht. Und dies zur vollsten Zufriedenheit des Orchesterchefs. Ja, so, viel besser. So, und jetzt kommt die nächste bitte. Einer setzt sich entweder darüber, du kommst bitte hierher. Die Kreativität des Einzelnen wecken, ihn fordern und fördern. Das sind die zentralen Punkte des gemeinsamen Projektes von Justus Franz und der Schott AG. Die auf 3 Jahre angelegte Zusammenarbeit trägt schon nach kurzer Zeit Früchte und jedes der Kinder macht enorme Fortschritte in seiner musikalischen Entwicklung. Am Sonntagmittag stieg dann die Spannung. Justus Franz bat zur Generalprobe in die Rheingoldhalle. Hinter dieser Linie soll niemand sitzen. Hinten, also weiter. Auch dieses Mal war den Kindern die Anspannung anzumerken. Schließlich wurden über 2500 Gäste für den Nachmittag erwartet. Also ich fand es ganz interessant, ich habe auch neue Dinge dabei gelernt und ich fand es auch ganz schön. In seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender des Fördervereins der Philharmonie der Nationen traf Verteidigungsminister Franz Josef Jung an der Rheingoldhalle ein. Unter den zahlreichen Zuschauern waren natürlich auch die stolzen Eltern der Nachwuchsvirtuosen. Wir sind als Eltern sehr stolz, dass mit Justus Franz zusammen dieser Workshop teilnimmt, dass auch Förderung von ihm. Sie hat im Sommer schon mitgemacht, sie wollte davor mit Flöte aufhören. Und diese Veranstaltung hat ihr nochmal die Motivation gegeben, weiterzumachen. Dass man so im Orchester so mitspielen kann und dass man so, sag ich mal, so große Leute mit denen spielen kann, so, ich finde das voll cool. Es macht Spaß und so, ich finde es gut. Ich habe Vorfreude. Eröffnet wurde das Konzert von einer Bläsergruppe. Die Blechbläserkinder. Und ich war ganz besonders stolz auf die. Die haben ganz toll gespielt und es hat unglaublich Spaß gemacht, mit ihnen zu arbeiten diese Woche. Ein mitreißendes Percussionstück folgte. We'll be right back.
ist der Musik, der musikalischen Erziehung und der Vermittlung von Werten gewidmet. Wir wollen, dass sich viele junge Menschen der klassischen Musik zuwenden können. Und geben wir Hoffnung aus, dass vielleicht das eine oder andere Mainzer Kind, das hier mitspielt, auch in Zukunft aber die Gelegenheit hat, Mitglied im Ensemble der Philharmonie der Nation zu werden. Alles Gute, viel Freude heute Nachmittag und viel Erfolg für diese musikalische Leistung. Besten Dank. Ich finde es ganz erstaunlich und wichtig für unsere Gesellschaft, wenn unsere Kinder und Jugendlichen in 3 Tagen lernen können, was in ihnen steckt. Und dass wir ihnen viel mehr zutrauen dürfen, als wir das sonst eigentlich gewöhnlich tun. Die Kinder der Martinusschule in Gonsenheim sangen Weihnachtslieder. Ernteten den donnernden Applaus des begeisterten Publikums. Was habt ihr denn alles gesungen? In Dulce Jubilo, am Morgen kommt der Weihnachtsmann, ihr Kinderlein kommt und stille Nacht. Schließlich kam der lang ersehnte Moment. Die Philharmonie der Nationen nahm mit den Kindern auf der Bühne Platz. Mit Teilen aus Händels Wassermusik und Corellis Weihnachtskonzert beeindruckten sie das Mainzer Publikum. Ich fand es wirklich großartig und ich fand es unglaublich begeisternd, wie also auch die Kinder hier mitgewirkt haben, sei es vom Gesang oder sei es, dass sie integriert waren in das Orchester, dieses eins der besten Orchester der Welt. Und ich muss sagen, als sie zusammen musiziert haben, ich war unglaublich überrascht, in welcher Art und Weise das harmoniert hat. Wir waren ein bisschen aufgeregt, aber dann ist alles gut gegangen. Die Begeisterung, mit der alle Beteiligten, das große Orchester, die Kinder, obwohl es viele Stunden dauerte, aber auch die paar tausend Leute, die hier waren. Das und offenbar hat es eine große Bereicherung mit nach Hause nehmen. Bei dem Konzert haben die Kinder schon sehr gut gespielt und haben besonders unglaublich viel aufgepasst die ganze Zeit. Die wollten gar nichts falsch machen. Die waren wirklich sehr, sehr konzentriert und ja, ich habe wirklich Spaß gehabt. Die Begeisterung der Kinder, auch die Begeisterung der Profis aus der Philharmonie der Nationen. Justus Franz hat das prima gemacht, Christopher Tenken am Flügel war wirklich toll. Die Kinder aus Gonsenheim, die gesungen haben, was will ich mehr? Ne? Wir haben intensiv gearbeitet. Ich habe die Kinder vor dem Orchester und das macht die viel nervöser als vor Publikum zu spielen. Die haben das geprobt und haben das immer wieder gespielt vom Orchester.
Und dann plötzlich ging es und jetzt war das wie eine Erlösung und die haben sich wohlgefühlt und haben eine ganz großartige Leistung erbracht. Kinder musizieren mit Justus Franz. Nach dem zweiten Workshop haben die Kinder noch einmal enorm dazugelernt und so für ein unvergessliches Konzerterlebnis gesorgt. Vielleicht wird man ja in der Zukunft das ein oder andere Talent im Orchester von Justus Franz wiederfinden. Rheinland-Pfalz. Leute. SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute und zu Gast ist heute ein Mann, über den Mainzer Kinder Folgendes sagen. Justus Franz ist ein richtig klasse Dirigent und der kommt halt auch überall in der Welt rum, weil sein Orchester und er auch so berühmt sind. Ja, und ich mag seine Musik, ich finde die einfach klasse. Ich finde, er ist sympathisch und ich glaube, er hat ja auch damit angefangen, Philharmonie der Nation, das finde ich super. Der kann gut Klavier spielen, der kann auch gut Tipps beibringen und auch einfach Klavier unterrichten. Der kann zum Beispiel ziemlich schnell, ziemlich viel spielen, ziemlich viele Noten. Ich denke, der hat viel geübt. Er will halt, dass es perfekt ist. Und nicht nur 50%, sondern dass alle versuchen, 100% zu geben und versuchen, ja, einfach ihr Bestes zu geben. Und wenn es daneben geht, ist es dann auch nicht schlimm. Aber man soll wenigstens mal versuchen, 100% zu geben. Herzlich willkommen in Leute, Justus Franz. Hallo. Ja, danke. Die Stimmen der Kinder, die wir gerade gehört haben, stammen von Kindern aus Mainzer Schulen und Mitarbeiterkindern von Schott, die sie zusammen mit der Philharmonie der Nation in einem bislang einmaligen Musikprojekt unterrichten. Die haben sie gerade charakterisiert. Besonders süß fand ich, als der eine sagte, der hat sicherlich viel geübt, der Justus Franz. Ja. Sie sind denen natürlich auch schon ein paar Jahre das voraus. War, ne? Das war vielleicht schon fast ein Minnetegel für die Kinder. Wahrscheinlich. Ich lese jetzt mal einige der Dinge vor, die sonst so in Zeitungen über sie geschrieben werden. Und sie sagen mir, ob das ihrer Meinung nach auf sie zutrifft oder nicht, okay? Hm. Er ist ein Weltbürger. Ja, das stimmt sicherlich. Was heißt das für Sie? Ich fühle mich nicht in erster Linie als Deutscher. Und ich habe in meinem Leben in New York, in Spanien, in Frankreich, in Japan überall gelebt und hatte überall Freunde und habe überall Freunde und könnte ohne weiteres, und das würde mir nichts ausmachen, meinen Wohnsitz von Hamburg in irgendeine andere Stadt verlegen und ich würde genauso glücklich dort sein. Er ist extrem freiheitsliebend. Ja, ich glaube, das könnte extrem, weiß ich nicht, aber ich habe überhaupt nicht gerne, wenn meine Freiheit irgendwie eingeschnitten wird. Zum Beispiel habe ich nicht gerne bürokratische Regeln. Wenn ich mit Menschen künstlerisch arbeite, dann möchte ich gerne so lange arbeiten, bis wir wirklich ein Ergebnis haben. Aber ich möchte nicht irgendeine Instanz haben, die sagt, eine Gewerkschaft oder irgendeine bürokratische Instanz, so nach einer Stunde und 15 Minuten ist alles vorbei. Oder nach zwei Stunden und 15 Minuten ist alles vorbei. Und wir sind gar nicht zu einem Ergebnis gekommen. Das ist besonders frustrierend. Er ist ein Universalgenie. Das klingt nach Mozart. Ja, also das weiß ich nun überhaupt nicht, aber ich freue mich natürlich, solche Sachen zu hören, bin sehr geschmeichelt, aber ich bin ganz sicherlich kein Universalgenie. Was können Sie denn nicht? Also gestern fuhren wir zu einem Abendessen und dort gab es eine Kochschule. Und das war aber sehr schön und auf dem Weg dahin nahmen uns Freunde mit und dann sagte ich, aber ich koche wirklich nicht gut. Und war auf meine Frau trocken, sagte, er kocht gar nicht. Und das ist besser so, meinte ja, ihre Frau. Ja. Er ist ein Technikfreak. Das stimmt. Vor allen Dingen, also, das ist ja kein Geheimnis. Ich mag ganz gerne Auto fahren und kann da auch wunderbar abschalten. Und ja, ich freue mich darauf, mit meinem kleinen Sohn eine elektrische Eisenbahn aufzubauen. Und ich hoffe, dass mir das gut gelingen wird. Bei meinem Sohn ist es ein bisschen zwiespältig im Moment, weil der noch nicht verstehen kann, der ist ja noch knapp 2 Jahre alt, dass es sowas wie eine Fernbedienung gibt. Der denkt, das sind Tiere. Wenn er plötzlich eine Lokomotive sieht, die auf ihn zufährt, dann kommt er ganz schnell angelaufen und schmiegt sich an mich, ich soll ihn dann beschützen.
Ja. Das ist doch ein gutes Gefühl, oder? Das ist ein sehr gutes Gefühl, ja. SWR1 Leute mit Justus Franz. Es war im Fall in Leute zu Gast, der Star-Dirigent und Pianist Justus Franz. Herr Franz, wir hatten ja eben schon mal kurz darüber gesprochen. Sie machen ein gemeinsames Projekt mit der Mainzer Technologiefirma Schott, das sich über 3 Jahre ziehen wird. Sie studieren mit Kindern im Alter von 8 bis 16 Jahren ein Konzertprogramm ein, unterrichten sie professionell in Workshops. Heute um 16 Uhr gibt es dann in der Rheingoldhalle ein großes Abschlusskonzert. Wie ist die Idee zu diesem Projekt entstanden? Eigentlich in der Beobachtung unserer Gesellschaft. Ich sehe, dass unsere Gesellschaft in irgendeiner Form verwahrlost. Und ich möchte bestimmte Werte möchte ich jungen Menschen gerne geben. Wenn so eine Leere entsteht und nichts mehr auf und nichts mehr in den Köpfen ist, dann glaube ich, dann kann es zu unglaublicher Aggressivität führen. Das wissen wir ja auch, dass das ein Problem in unserer Gesellschaft wird, auch gerade als ein Produkt von der geradezu autistischen Beschäftigung mit Computerspielen. Da wird von der Industrie immer wieder behauptet, dass das überhaupt ganz harmlos sei, aber das ist nicht harmlos. Das ist ein großes Problem. Und ich möchte gerne, dass junge Menschen zum Beispiel ein paar Lieder können. Ich denke, dass durch Musik zum Beispiel, durch die Freude am Musizieren, kann man unglaublich viel in jungen Menschen auslösen. Das wissen wir, also dass schon, dass sie miteinander etwas machen, dass sie nicht einsam vor einem Computer sitzen, sondern dass sie miteinander Musik machen, ist schon etwas ganz Wunderbares. Und darum geht es dann primär, um die Freude und nicht darum, jetzt irgendwie besonders begabte Kinder sich auszusuchen. Das war unsere Idee. Wir wollten eine Breitenwirkung erzielen. Wir wollten sehen, wie geht das weiter, wenn diese Kinder jetzt mit diesen jungen Musikern der Philharmonie der Nation Musik gemacht haben, was passiert dann? Was haben wir gesehen? Es gibt plötzlich hier einen Kammermusikkreis, es gibt da ein Trio, es gibt Kinder, die sich treffen und die miteinander musizieren. Die Liebe zur Musik ist einfach in jungen Menschen zu erwecken. Und das ist das Ziel und mehr nicht. Und damit haben die Kinder auch einen Inhalt in ihrem Leben. Ist natürlich auch toll zu sehen, in so einem großen Orchester mitzuspielen. Ja, ja, natürlich. Ich habe mir das mal angeguckt, so eine Übungsstunde, da war ein Mädchen, das war irgendwie 8 Jahre alt, spielte Trompete ein Jahr lang, ja, und durfte da jetzt in diesem großen Orchester mitspielen. Das war für die natürlich ein gigantisches Erlebnis. Das geht ja vielen Menschen so. Es gibt zum Beispiel Amerika-Management-Kurse, wo sich die Manager in einem Symphonieorchester setzen. Die sagen auch, das wäre eines der größten Erlebnisse in ihrem Leben, so einfach mal zu sehen, auch die Interaktion in so einem Orchester zu erleben und dann vielleicht sogar Rückschlüsse zu führen auf das eigene Unternehmen. Aber das ist für jeden Menschen etwas ganz Unglaubliches. In einem Orchester sitzen und plötzlich so diese überbordende Harmonie zwischen Menschen zu erleben. Und nur ein Orchester wird nur zu einer Symphonie oder zu einer Philharmonie, wo also alle miteinander Harmonie erzeugen, wenn sie eben aufeinander hören. Jetzt haben die Kinder ja in der vergangenen Woche sicherlich sehr viel von Ihnen gelernt. Haben Sie auch etwas von den Kindern gelernt? Fragen zu stellen, die man sich nicht mehr stellt, weil man glaubt, dass man seinen Weg gefunden hat. Nicht? Die Kinder fragen zum Beispiel, gestern war ein kleiner Junge, ist eigentlich sehr musikalisch, aber der produzierte so harte Töne auf dem Klavier. Ich habe ihm gezeigt, wie er elastisch spielen kann. Und wie plötzlich ein Klavierton anfängt zu singen. Und das ist auch für mich wieder etwas gewesen, dass ich mir wieder auch überlegt habe, wie kann ich selber meinen Ton so gestalten, dass er trägt, dass er singt, dass er nicht hart wird und dass ich große Phrasen formulieren kann. Lernen von Kindern. SWR1 Leute mit Justus Franz. SWR1 Rheinland-Pfalz Leute am 2. Adventssonntag mit dem Pianisten und Dirigenten Justus Franz. Herr Professor Franz, wir haben gerade von der Bedeutung von Musik für Kinder gesprochen. Sie selbst sind Anfang letzten Jahres nochmal Vater geworden. Ihr Sohn Justus Konstantin wird bald 2. Seine Mutter ist ebenfalls Musikerin, hat als Geigerin in ihrer Philharmonie der Nation gespielt. Führen Sie ihn schon gezielt an klassische Musik ran? Ja, ja. Also gezielt nicht, aber natürlich. Automatisch bei solchen Eltern. Das ist einfach automatisch. Wir üben viel.
erlebt einfach, dass Xenia, meine Frau, dass die Geige spielt und dass sie Beethoven-Sonaten spielt und ich übe auf der anderen Seite in einem anderen Zimmer Klavier und er kann überall hingehen und ganz offensichtlich fühlt er sich von Musik sehr angezogen. Gibt es eine bestimmte, also gibt es einen bestimmten Komponisten, von dem man sich besonders angezogen fühlt, kann man schon es sagen? Es gibt einen Komponisten, den er besonders wenig mag, das ist sehr überraschend, da fängt er immer an und macht so, und so, und macht richtig so Missfallenskundgebung. Wer ist das, der Arme? Schostakowitsch, ganz komisch. Also es ist egal, was ich spiele, ob es ein Klavier aus, eine Partitur ist oder ob es ein Klavierkonzert ist. Und es sind ganz verschiedene Stücke. Ich würde sie vielleicht sogar nicht mal, wenn ich sie nicht kennen würde, einem Komponisten zuordnen. Jedes Mal ist er davon wenig angetan und zeigt einem das sofort. Das ist die einzige Musik, die er nicht mag. Wahrscheinlich, weil die Musik zu depressiv ist. Und weil er als Kind spürt, diese dunkle Wolke über dem Leben von Schostakowitsch gelegen hat, der ja im Zeichen des Sowjetkommunismus komponieren wollte, natürlich auch in Freiheit, aber dauernd gemaßregelt wurde durch die Partei und der darunter schwer gelitten hat. Wenn man an Justus Franz denkt, denkt man an Klavier, man denkt an Dirigentenstab, man denkt an schöne Musik, nicht aber an Wickeltisch und an Babygeschrei. Sind Sie ein Vater, der zu Hause richtig mit anpackt, also auch mal Windeln wechselt oder nachts rausgeht, wenn der Junge schreit? Ja, natürlich. Also in einem modernen Leben ist das ja selbstverständlich. Also ich spiele nämlich nur auf dem Klavier vor. Also das mache ich auch. Aber natürlich habe ich es geht ja heute in den Kliniken auch schon so los, dass dieser Chefarzt, der da die Geburt beaufsichtigt hatte und meiner Frau geholfen hatte, der kam dann, ich war bei der Geburt dabei, aber da ist ja so ein Vorhang, es ist so nicht so, dass man in Ohnmacht fällt und als Vater, wie das früher immer beschrieben wurde. Aber bekam ich meinen kleinen Sohn. Und früher, ich erinnere mich bei meinem ältesten Sohn, da war man durch eine Glasscheibe getrennt und da wurde einem gesagt, ja, das 27. Baby dort hinten, das ist ihr Sohn, aber natürlich können sie hier nicht rein, das ist alles steril und da darf kein Vater auch nur in die Nähe kommen. Und hier war das so, dass er dieses kleine Bündel hatte er in der Hand. Er sagt so, jetzt nehmen Sie es hier und das ist Ihr Sohn. Ich hatte eine furchtbare Angst, hatte Gottes Willen, soll ich den fallen oder so. Ja, ja, alles durchgespielt, was passieren könnte, wenn ich irgendwas falsch machte. Dann musste ich ihn gleich baden und hatte ihn also gleich. Und das ist eigentlich wunderbar, dass das heute in den Kliniken so praktiziert wird, dass man selber auch sofort Verantwortung übernimmt. Dadurch hat man natürlich als Vater auch eine neue Bindung zu seinem Kind. Jetzt sagten Sie es ja schon, Sie haben schon einen Erwachsenensohn, mhm, und sind mit 60 dann nochmal Vater geworden. Alle, die ich kenne, die das erlebt haben, sagen, es ist was ganz anderes, wenn man in späten Jahren nochmal Vater wird. Das erlebt man wirklich ganz anders. Was macht das dieses späte Vatersein so besonders? Ich glaube, wir alle lernen ja im Laufe unseres Lebens, dass die Zeit zu Ende geht irgendwann. Und dieses eine Spur von Melancholie auch dabei. Nicht eine Ressource, die eben endlich ist. Und so kommt das unglaubliche Glück, wieder neues Leben, gerade in diesem Alter zu erleben. Und auf der anderen Seite aber auch das Bewusstsein, dass es natürlich schon geschenkte Zeit ist. Nicht? Aber man nutzt die dann vielleicht auch gerade in dem Bewusstsein intensiver. Natürlich, viel intensiver. Viel intensiver, ja. Vaterglück mit über 60. Wie stark Justus Franz sein Leben durch die Geburt seines Sohnes verändert hat, das frage ich ihn gleich. Mit freundlicher Unterstützung der Sparda Bank Südwest. Zu Gast ist der Stardirigent und Pianist Justus Franz. Normalerweise reist er mit seiner Philharmonie der Nationen durch die Welt und füllt die größten Konzertsäle. Momentan unterrichtet er Mainzer Kinder, weil er sagt, wir müssen Werte durch Musik vermitteln. Ein Thema diese Stunde. Ich bin Katja Heinen. Schönen guten Morgen. Rheinland-Pfalz, Leute am zweiten Adventssonntag mit dem Pianisten und Dirigenten Justus Franz. Herr Professor Franz, wir haben gerade von der Bedeutung von Musik für Kinder gesprochen. Sie selbst sind Anfang letzten Jahres nochmal Vater geworden. Ihr Sohn Justus Konstantin wird bald 2. Seine Mutter ist ebenfalls Musikerin, hat als Geigerin in ihrer Philharmonie der Nation gespielt. Führen Sie ihn schon gezielt an klassische Musik ran? Ja, ja. Also gezielt nicht.
Aber passiert automatisch bei solchen Eltern. Das ist einfach automatisch. Wir üben viel. Er erlebt einfach, dass Xenia, meine Frau, dass die Geige spielt und dass sie Beethoven-Sonaten spielt. Und ich übe auf der anderen Seite in einem anderen Zimmer Klavier. Und er kann überall hingehen und ganz offensichtlich fühlt er sich von Musik sehr angezogen. Gibt es eine bestimmte, also gibt es einen bestimmten Komponisten, von dem er sich besonders angezogen fühlt? Kann man schon es sagen? Gibt einen Komponisten, den er besonders wenig mag. Das ist sehr überraschend. Da fängt er immer an und macht so und sagt, macht richtig so Missfallenskundgebung. Wer ist der Arme? Schostakowitsch. Ganz komisch. Also es ist egal, was ich spiele, ob es ein Auszug, ein Klavier aus eine Partitur ist oder ob es ein Klavierkonzert ist. Und es sind ganz verschiedene Stücke. Ich würde sie vielleicht sogar nicht mal, wenn ich sie nicht kennen würde, einem Komponisten zuordnen. Jedes Mal ist er davon wenig angetan und zeigt einem das sofort. Das ist die einzige Musik, die er nicht mag. Wahrscheinlich, weil die Musik zu depressiv ist. Und weil er als Kind spürt, diese dunkle Wolke über dem Leben von Schostakowitsch gelegen hat, der ja im Zeichen des Sowjetkommunismus komponieren wollte, natürlich auch in Freiheit, aber dauernd gemaßregelt wurde durch die Partei und der darunter schwer gelitten hat. Wenn man an Justus Franz denkt, denkt man an Klavier, man denkt an Dirigentenstab, man denkt an schöne Musik, nicht aber an Wickeltisch und an Babygeschrei. Sind Sie ein Vater, der zu Hause richtig mit anpackt, also auch mal Windeln wechselt oder nachts rausgeht, wenn der Junge schreit? Ja, natürlich. Also in einem modernen Leben ist das ja selbstverständlich. Also ich spiele nämlich nur auf dem Klavier vor. Also das mache ich auch. Aber natürlich es geht ja heute in den Kliniken auch schon so los, dass dieser Chefarzt, der da die Geburt beaufsichtigt hatte und meiner Frau geholfen hatte, der kam dann, ich war bei der Geburt dabei, aber da ist ja so ein Vorhang, es ist so nicht so, dass man in Ohnmacht fällt und als Vater, wie das früher immer beschrieben wurde, aber bekam ich meinen kleinen Sohn. Und früher, ich erinnere mich bei meinem ältesten Sohn, da war man durch eine Glasscheibe getrennt und da wurde einem gesagt, ja, das 27. Baby dort hinten, das ist ihr Sohn, aber natürlich können sie ja nicht rein, das ist alles steril und da darf kein Vater auch nur in die Nähe kommen. Und hier war das so, dass er dieses kleine Bündel hatte in der Hand und er sagt, so, jetzt nehmen Sie es hier und das ist Ihr Sohn. Ich hatte eine furchtbare Angst, hatte, um Gottes Willen, lasse ich den fallen oder so. Ja, alles durchgespielt, was passieren könnte, wenn ich irgendwas falsch machte. Und dann musste ich ihn gleich baden und hatte ihn also gleich. Und das ist eigentlich wunderbar, dass das heute in den Kliniken so praktiziert wird, dass man selber auch sofort Verantwortung übernimmt. Dadurch hat man natürlich als Vater auch eine neue Bindung zu seinem Kind. Jetzt sagten Sie es ja schon, Sie haben schon einen Erwachsenensohn und sind mit 60 dann nochmal Vater geworden. Alle, die ich kenne, die das erlebt haben, sagen, es ist was ganz anderes, wenn man in späten Jahren nochmal Vater wird. Das erlebt man wirklich ganz anders. Was macht das dieses späte Vatersein so besonders? Ich glaube, wir alle lernen ja im Laufe unseres Lebens, dass die Zeit zu Ende geht irgendwann. Und dieses eine Spur von Melancholie auch dabei. Nicht eine Ressource, die eben endlich ist. Und so kommt das unglaubliche Glück, wieder neues Leben, gerade in diesem Alter zu erleben und auf der anderen Seite aber auch das Bewusstsein, dass es natürlich schon geschenkte Zeit ist. Nicht? Aber man nutzt die dann vielleicht auch, gerade in dem Bewusstsein intensiver. Natürlich. Viel intensiver, ja. Vaterglück mit über 60. Wie stark Justus Franz sein Leben durch die Geburt seines Sohnes verändert hat, das frage ich ihn gleich. Und Dirigenten Justus Franz. Herr Professor Franz, wir haben gerade über das Besondere daran, wenn man so spät nochmal Vater wird, gesprochen. Haben Sie denn nach der Geburt Ihres Sohnes Ihr Leben sehr verändert? Ich meine, wir reisen jetzt sehr viel zu dritt. Also wir waren in China gerade mit unserem kleinen Sohn und er steckt also auch dieser Jetlag, den steckt er gut weg. Er schläft eigentlich überall, auch im Flugzeug sehr gut. Und ich habe den Eindruck, dass es viel besser ist für ihn, dass wir ein enges Verhältnis haben, dass wir zusammen sind, als
ich es in meinem Leben erlebt habe, ich habe meinen Vater nie gesehen, er hat mich nie gesehen und ich habe nie, deswegen bin ich immer vaterlos gewesen und ich möchte ihm gerne die Chance geben, dass er mit beiden Eltern gleichermaßen aufwachsen kann. Sie haben gesagt, Sie selbst sind vaterlos gewesen als Kind. Ihr Vater ist 4 Monate vor Ihrer Geburt im Krieg gefallen. Er war Oberstaatsanwalt gewesen, ist zu einer Bewährungskompanie abkommandiert worden und ist dabei ums Leben gekommen. Mhm. Was hatte er denn aus Sicht des Nazi-Regimes verbrochen, um so bestraft zu werden? Also wir wissen das nicht sehr genau. Er hatte irgendwie einen Nazi zum Tode verurteilt, der einen Juden umgebracht hatte. Das hatte er gemacht. Und das war, glaube ich, der Anfang von erheblichen Repressionen gegen ihn. Mein Vater, glaube ich, war ein sehr aufrichter und ein Mann, der schwer darunter gelitten hat, in einem solchen Regime zu leben. Er war weit weg vom Kreisauer Kreis, aber doch hatte doch Verbindungen dazu auch. Wie hat Ihre Mutter denn geschafft, nach dem Tod Ihres Vaters, Sie, und Sie hatten ja noch 4 Geschwister, also die 5 Kinder über Wasser zu halten? Ja, das war für meine Mutter außerordentlich kompliziert, zumal die Gesetze der Nazis, mein Vater war Volksverräter und wurde da also nach irgendwelchen speziellen Gesetzen verurteilt. Meine Mutter hatte nun plötzlich das Problem, dass die Gesetze der Nazis auch nach dem Krieg noch wirksam waren. Also mein Vater war auch noch 1946 eigentlich Volksverräter. Das wurde erst langsam, dann wurden die Gesetze abgeschafft und wurde die Rehabilitierung der Menschen vorgenommen. Aber ursprünglich mal war das nicht so. Und sie schrieb dann an Adenauer einen Brief, weil sie hatte nichts. Sie hatte wirklich buchstäblich nichts. Eine Schwester von mir musste noch im November ohne Schuhe laufen, weil wir einfach kein Geld für Schuhe, es gab es ja, man hatte nichts. Und da schrieb sie an Adenauer und sagte, also sehr geehrter Herr Präsident, er war Präsident des Parlamentarischen Rates, was soll ich machen, schilderte die Situation, was passiert war und soll ich meine Kinder besser zum Stehlen, zum Rauben oder zum Betrügen erziehen? Und da hatte sie eine Woche später die Pension. Ihre Mutter war eine sehr tatkräftige Frau offensichtlich. Hat sie auch dafür gesorgt, dass Sie ein Instrument erlernen konnten? Also wir lebten in einem schönen Schloss in Holstein. In diesem Schloss, in dem wir aufwuchsen, waren alle miteinander verwandt, aber keine Familie war mehr intakt. Immer fehlte irgendjemand. Vater, die Mutter, Geschwister. Wie kam es denn, dass Sie in einem Schloss ausgerechnet aufwuchsen? Das klingt ja dann wieder schon sehr hochherrschaftlich, wenn Sie sagen, Ihre Mutter hatte kaum Geld. Wir haben da gewohnt, weil wir da aufgenommen wurden. Und das war ja so in Schleswig-Holstein, dass in diesen Schlössern, die wurden alle zu so großen Flüchtlingslagern umgewandelt. Ja? Und, also Sie sind aus Polen, also aus dem heutigen Polen, wo Sie ursprünglich geboren sind, dann geflohen nach Schleswig-Holstein erstmal. Ja, und dann sind wir also wirklich mittellos eigentlich in den Westen gekommen mit Pferdewagen, nicht? Auf Stroh. Und wurden dann in diesem Schloss einquartiert. Ja, und da gab es Flügel, 2 Flügel in diesem Haus. Was ich erzählen wollte, war, dass diese versprengten kaputten Familien, die machten alle miteinander Musik. Das war das Gemeinsame. Und sie erlebten ihr Glück nicht in der Realität, sondern im Musizieren. Und ich war der Jüngste in diesem Haus und ich wollte immer mitmachen, aber ich war zu klein. Ich wurde auch so ein bisschen übersehen, weil ich einfach zu winzig war. Und deswegen ist diese Liebe wahrscheinlich entstanden, weil ich sah, wie sie plötzlich trotz eines tristen Alltages einfach glückliche Menschen waren, weil sie Musik hatten. Und so ist bestimmt irgendwie unbewusst, ist mir einfach in mir dieser Wunsch groß geworden, dass ich auch Musik machen wollte. Und wie dieser Wunsch Gestalt annahm und Justus Franz von Größen wie Karajan oder Bernstein entdeckt und gefördert wurde, darüber sprechen wir in der nächsten Stunde. Leute, ich bin Katja Heinen. Dirigent und Pianist Justus Franz, Leonard Bernstein und Karajan waren seine Förderer. Mit Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt hat er eine Platte aufgenommen, vor Nelson Mandela und dem Papst gespielt. Warum er sagt, Papst Johannes Paul II. War die Person, die mich bislang am meisten beeindruckt hat. Darüber sprechen wir in dieser Stunde. Ich bin Katja Heinen. Schönen guten Morgen. Eins gehört, gehört.
Franz. Herr Professor Franz, Sie hatten ja Ende der letzten Stunde erzählt, dass Ihre Begeisterung für Musik schon früh entstanden ist, im Flüchtlingslager in Schleswig-Holstein. Wann hatten Sie zum ersten Mal richtig Musikunterricht? Das konnte ich erst, als ich auf das Gymnasium nach Kiel kam. Da gab es Klavierunterricht. Vorher gab es keinen. Meine Mutter hatte versucht, mir mal Klavierunterricht beizubringen, aber sie war ja gar keine Pianistin. Und als sie dann merkte, dass ich den C-Dur-Fingersatz vergessen hatte, da hat sie es schon wieder aufgegeben. Und ja. War dann, als Sie es auf dem Gymnasium gelernt haben, haben dann Lehrer schnell erkannt, der hat eine richtige Begabung. Oder wurde das übersehen? Nein, das wurde überhaupt nicht übersehen. Sondern sehr schnell hatte ich einen Sonderstatus in unserer Schule als ein besonders talentierter Schüler und habe dann auch mit dem Schulorchester angefangen, die ersten Klavierkonzerte zu spielen und wurde da wirklich sehr gefordert. Sie haben aber erstmal Jura studiert. Wie viele Semester haben Sie durchgehalten? Gar nicht lange. Nein, Jura und Philosophie. Ich wusste noch nicht so richtig, was ich mit meinem Leben machen wollte. Dachte vielleicht auch aufgrund der Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht hatte, auch mit der Vaterlosigkeit und mit dem Idealismus meines Vaters, der dafür ja büßen musste, dass ich eigentlich irgendwie etwas machen müsste, was Demokratie stützen könnte. Und so hatte ich mal überlegt, ob ich in die Politik gehe oder irgend so etwas machen sollte. Zum Glück haben Sie es nicht gemacht. Ja, bin ich auch. Sie sehr recht. Sie sind dann an die Hamburger Hochschule für Musik und Darstellende Kunst gewechselt. Der große internationale Durchbruch für Sie kam dann, als Herbert von Karajan Sie in London als Pianist verpflichtet hat. Mhm. Wie ist er auf Sie aufmerksam geworden? Durch seinen Intendanten. Das war der Sohn des früheren Reichsaußenministers Stresemann. Und Stresemann hatte von mir ein Konzert gehört in Hamburg und hatte mich Karajan empfohlen. Und ich spielte Karajan vor und ich war furchtbar erschrocken, weil ich irgendwie einen technischen Fehler gemacht hatte. Es war ihm ganz egal. Stimmt es, dass sich beim ersten Konzert etwas vergriffen haben und später die Kritiker geschrieben haben, Karajan hätte Mozart ein paar Noten hinzugefügt? Ja, das stimmt. Furchtbar unangenehm. Ja. Aber Karajan hat es mit großer Gelassenheit genommen. War ihm vollkommen gleichgültig, ja. Es war ihm so gleichgültig. Er stand über diesen Dingen wirklich total. Aber ich glaube, in der London Times stand so etwas und Herbert von Karajan spielte sogar ein paar Noten, die ganz offensichtlich nicht von Mozart stammten. Leonard Bernstein war ebenfalls ein Mann, der zu Ihren ganz großen Förderern zählt. Wann sind Sie dem zum ersten Mal begegnet? 73, 74. Bei ihm war es ein Konzert, was er nachts hörte und wo er seinen Assistenten dann beauftragte oder seinen Sekretär rauszuforschen. Erstens, was für ein Stück das war. Zweitens, wer der Pianist war. Es war das Klavierkonzert von Dvorak, was ich später mit ihm auch aufgenommen habe. Und das liebte er und wollte das immer mit mir aufführen. Und dieses Klavierkonzert von Dvorak, das spielen sehr wenig nur. Das ist ein ziemlich unbekanntes Stück, undankbar auch. Aber ich liebe es und er wollte das nun aufführen und hat mich dann eingeladen. Wir kannten uns noch gar nicht. Und weil ich dieses Stück spielte und weil er meine Aufnahme kannte, die ich mal gemacht hatte hier in Deutschland, deswegen so begann dann also die Zusammenarbeit. Das Spannende an Ihrem Beruf ist ja, dass Sie über die Musik auch ganz viele Menschen kennenlernen. Ja? Bernstein und Karajan sind jetzt zwei Beispiele. Es gibt zahlreiche andere. Ihr Freund Helmut Schmidt, mit dem Sie auch zwei Schallplatten zusammen aufgenommen haben, der Ex-Bundeskanzler. Sie haben Konzerte gegeben vor Nelson Mandela oder Papst Johannes Paul II. Wenn Sie jetzt mal zurückblicken, wer hat Sie persönlich am meisten beeindruckt? Also ich muss sagen, dass der letzte Papst ganz offensichtlich ein Charisma hatte, was ich so wahrscheinlich bei keinem anderen Menschen je erlebt habe. Und das war schon etwas unglaublich Beeindruckendes, in Castel Gandolfo für ihn ein Konzert zu geben. Und das ging mir nicht als einzigen so, sondern jeder, der bei diesem Konzert dabei war, war irgendwie von der großen Persönlichkeit und der Ansprache des Papstes, die sehr, sehr persönlich war, davon so beeindruckt, dass alle, die dabei waren, ob das Redakteure von Zeitungen waren oder Freunde, sie alle waren wie von einem Blitz getroffen. Begegnung mit Papst Johannes Paul II., Justus Franz in SWR1, Leute.
nichts bemerkenswert. Sie haben 1987 das Schleswig-Holstein Musikfestival ins Leben gerufen, das zu einem der bedeutendsten der Welt wurde. Und Sie haben 1995 die Philharmonie der Nationen gegründet. 100 Musiker aus 50 Ländern, die verbunden sind durch eine einzigartige Idee, dass Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen friedlich miteinander musizieren können und dass die Sprache der Musik die Sprache ist, die die ganze Welt vereint. Wie ist die Idee zu diesem Orchester entstanden? Die Idee zum Orchester ist eigentlich Leonard Bernstein und mir gemeinsam gekommen. Wir haben in Berlin eine Aufführung gehabt von der 9. Beethoven unter der Leitung von Leonard Bernstein. Alle Menschen werden Brüder. Das war einfach in der Situation 1989 beim Fall der Mauer etwas, was auch so eines dieser emotionalen Urerlebnisse war. Wir waren so gefangen, dass wir sagten, wir müssen einfach diese Friedensbotschaft, die von Beethoven ausgeht, die müssen wir versuchen, noch viel durch andere Maßnahmen noch zu begleiten. Eben zum Beispiel durch eine Gründung eines Orchesters, das per se immer sagt, Frieden ist möglich. Und wir haben viele Situationen gehabt, im Balkankrieg, wo Serben gegen Kroaten Krieg führen mussten. Und bei uns im Orchester waren diese Nationen, und die Familien mussten vielleicht aufeinander schießen, aber das gab es bei uns, gab es gar keine Konflikte. Nie hat es Nationalitäten Konflikte gegeben und ich bin auch nicht bereit, die überhaupt anzuerkennen. Nichtsdestotrotz, wenn Leute aus so verschiedenen Kulturkreisen kommen, haben die natürlich auch andere, bringen die andere Lebensgewohnheiten mit. Machen die sich auch musikalisch bemerkbar? Musikalisch, ja. Es kann sein, dass ein Italiener, der zu uns kommt, dass der eher schneller wird, dass er zu früh einsetzt, dass er in der Attacke anders ist als eine Russin, die eher schwer und langsam und intensiv ihre Geige spielt. Und da ist es die Aufgabe des Dirigenten, sozusagen alle wieder auf die gemeinsame Idee und auf eine gemeinsame Schule, die in der Philharmonie der Nation entstanden ist, hinzuführen. Und Sie sagen ja, Sie möchten Ihre Musiker nicht nur auf die Auftritte vorbereiten, sondern Sie sehen sich auch durchaus als eine Art Vater, also wollen die aufs Leben vorbereiten. Wie macht sich das denn konkret bemerkbar? Na, also zum Beispiel, es gibt so Sekundärtugenden wie Disziplin, die kann man schon sehr gut vermitteln. Und jemand, gerade in Berufen, die frei sind, es ist ja sehr schwierig, so eine Selbstdisziplin zu haben. Man sagt, oh, ich habe jetzt Zeit und jetzt kann ich noch dieses machen, dann gehe ich noch einkaufen und dann fahre ich noch dahin. Und plötzlich merkt man auch, wie das die Zeit zerrinnt. Es ist sehr wichtig, sich selbst auch diesen Impetus zu geben, zu sagen, ich muss in dieser Zeit üben, zum Beispiel. Ganz wichtig. Wir müssen nicht nur unseren Standard halten, wir müssen ihn verbessern. Wer ihn hält, verliert ihn schon. Und solche Dinge, also dass die Selbstdisziplin so groß ist, dass obwohl draußen das Wetter toll ist und obwohl die Freundin vielleicht schon irgendwo zum Strand gefahren ist, weiter zu Hause zu bleiben und zu arbeiten, weil das unsere Lebensaufgabe ist. Und wir sind nur glücklich, wenn wir uns wirklich mit unseren Emotionen ausdrücken können. Und deswegen ist das letzten Endes auf die Dauer gesehen auch die richtige Antwort auf die Freiheit, die ein Leben bietet, wo man nicht angestellt ist, sondern wo man selber über seine Zeit bestimmen kann. SWR1 Leute mit Justus Franz und hier noch eine aktuelle und Pianisten Justus Franz. Herr Professor Franz, wie viele Konzerte geben Sie mit der Philharmonie der Nation im Jahr? Knapp 150. Also fast jeden zweiten Tag, ne? Ja, wir sind in jedem Jahr in China, wir sind fast in jedem Jahr auch in den USA, in Südafrika, also quer über die Welt spielen wir und haben in vielen Ländern auch Freundeskreise, die unser Orchester unterstützen. Für Sie heißt es ja im Klartext auch Leben aus dem Koffer. Genau, ja, wie für die Musiker, die mit Ihnen zusammenarbeiten. Das stimmt, aber ich könnte mir ein anderes Leben auch gar nicht mehr vorstellen. Ich bin ein Zigeuner geworden und finde das sehr schön. Und manchmal, wenn ich nach Hause komme
und dann stapeln sich da Berge von Briefen oder irgendetwas, dann komme ich nicht zu der künstlerischen Arbeit, die ich aber permanent und auch sehr, sehr konsequent mache, wenn ich unterwegs bin. Also ich übe und ich beschäftige mich mit Partituren und ich nehme mir die Zeit, wirklich auch immer weiter an meinem Beruf und an meinem Werkstoff zu arbeiten. Sie besitzen ja seit 1972 eine Finca auf Gran Canaria mit einem kleinen Hotel. Wie oft sind Sie noch dort, wenn Sie so viel unterwegs sind? Leider zu selten. Ja, Gran Canaria ist wirklich also die Sehnsucht von uns allen. Mein kleiner Sohn fühlt sich da unheimlich wohl. Und aber der ist ja wahrscheinlich auch öfters da mit Ihrer Frau, denke ich mal. Der ist ja nicht bei jeder Konzertreise. Der ist nicht bei jeder Konzertreise, aber ja, manchmal ist er da, das stimmt, aber nicht oft genug. In Gran Canaria gibt es die beste Luft der Welt. Das schon mal ist ein wir erleben ja überall, dass die Umweltverschmutzung zunimmt. In Gran Canaria gibt es diese Passatwinde und sie kommen über Patagonien, wahrscheinlich bis von Australien, es gibt keine einzige Fabrik. Also eine Luft, die vollkommen sauber ist. Das schon ist ein Riesengeschenk. Es ist also ein Luftkurort, wo wir leben, fast, kann man sagen. Und ich kann dort rund um die Uhr arbeiten und ich störe keinen Menschen, sondern ich kann wirklich da auch mich konzentrieren. In einer Weise, in der ich sonst das fast nie könnte. Aber Sie arbeiten ja da, glaube ich, nicht nur musikalisch, sondern Sie, Sie klotzen da so richtig in der Landwirtschaft auch ran, ne? Naja, also ich werde nun nicht, also selber mit meinen Händen, das habe ich früher gemacht, werde ich nicht dauernd in der Erde buddeln, denn dann werden die Triller langsamer am Klavier. Und das habe ich mal gemerkt. Ich wollte also so schwarze Fingernägel beim Klavierspielen beim Konzert kommen auch nicht allzu gut. Aber Sie interessieren sich für Landwirtschaft, ne? Ich interessiere mich für die subtropische Flora und das ist ein Steckenpferd von mir und gerade so wenn so die Wüstenregionen und tropische Regionen sich so begegnen, dann das sind sehr, sehr interessante Pflanzen und Pflanzen auch, die sehr, sehr dankbar oft sind und da kann man sehr viel lernen. Und ich bin also immer wieder interessiert daran zu sehen, wie können wir essen, wie können wir Früchte, wie können wir Fruchtpflanzen zum Beispiel in der Sahelzone anpflanzen. Das ist eine Riesenaufgabe für die Menschen. Da gibt es so viele, die hungern. Und wir können aber heute durch Züchtungen wirklich es schaffen, dass wir in der Wüste zwischen Avocados wachsen lassen. Das geht. Wachsen die bei Ihnen auch? Ja, die wachsen bei mir auch. Ja. Es gäbe die Möglichkeit, wenn wir genügend forschen würden, dass wir keinen Hunger hätten in der Sahelzone. Also das wäre natürlich ein unglaublicher Fortschritt. Kommen wir nochmal auf Ihre Finca mit dem Hotel zurück, das Sie da betreiben. Kann da jeder Urlaub machen? Ja, da kann jeder Urlaub machen. Und es ist praktisch, vor allem die musisch interessiert sind, für die ist das sehr schön, denn wir haben ziemlich viele Instrumente, ich glaube 7. Und jeder kann dort, wenn er will, rund um die Uhr Klavier spielen. Es gibt ja Menschen, die durch ihren Beruf heute nicht mehr Klavier spielen können. Und die nehmen sich dann frei, Chefärzte oder irgendwelche Leute, die Manager. Und die kommen dorthin und die arbeiten dort Beethoven-Sonaten und finden das ganz herrlich, weil sie plötzlich mal wieder zu etwas kommen, was sie glauben, was wichtig in ihrem Leben ist und wozu sie viel zu selten gekommen sind. SWR1 Leute mit Justus Franz und hier noch eine Entwarnung, die Gefahr in SWR1, Leute. Wenn man den Namen Justus Franz hört, denkt man automatisch an Mozart, dessen 250. Geburtstag wir in diesem Jahr gefeiert haben. Ist das, Herr Professor Franz, tatsächlich der Komponist, den Sie am meisten lieben? Sie haben mich eigentlich schon festgelegt. Sie haben noch die Chance, anders zu antworten. Aber Mozart ist schon ein Komponist, der, in dem ich also auch ein besonderes Lebensglück, den zu interpretieren, empfinde ich als besonderes Lebensglück. Aber es ist Bach, es ist Beethoven, Schubert und Brahms, die ich vielleicht auch auf eine Ebene mit ihm stellen würde.
Und ich spiele wahnsinnig gerne Spätromantiker, wie eben Johannes Brahms. Und ein Tag sollte eigentlich für jeden Musiker beginnen mit einer Fuge und einem Präludium von Johann Sebastian Bach. Dann, das ist so wie sich die Zähne zu putzen. Damit hat man der Seele was Gutes getan. Kommen wir trotzdem nochmal auf Mozart zurück, eben weil er in diesem Jahr so im Mittelpunkt stand, auch in ganz Deutschland. Wie würden Sie denn jemanden, der sich mit klassischer Musik nicht besonders gut auskennt, erklären, was das Besondere an Mozart ist, an Mozarts Musik? Mozarts Musik ist immer ambivalent. Wenn ich jetzt ein Instrument hätte, könnte ich es sofort zeigen. Sie können ein Thema hören. Einen Tag werden Sie dieses Thema ganz melancholisch empfinden, den nächsten Tag als ganz glücklich und den dritten Tag als ein Klangwunder. So haben Sie jeden Tag ein neues Erlebnis mit ihm. Es ist die gleiche Musik, aber sie verjüngt sich jeden Tag auch mit unseren veränderten Emotionen. Sie wird immer anders. Sie reagiert auf unsere Emotionen. Wir sind nämlich diejenigen, die melancholisch sind, ja nicht Mozart. Aber plötzlich erleben wir, dass diese Musik in uns alle diese Seiten weckt. Und das sind unendlich viele. Und deswegen ist Mozart, nutzt er sich nicht ab, sondern ist jeden Tag so frisch und so neu und so ursprünglich wie am Tag der Entstehung des jeweiligen Werkes. Sie haben ja selber in dem Jahr eine Serie gemacht, in der Bild-Zeitung sogar, und haben versucht, Leuten, die vielleicht sonst nicht allzu viel damit zu tun haben, Mozart näher zu bringen, beziehungsweise auch mal mit so den typischen Gerüchten, die so um Mozart herum kursieren, aufzuräumen. Welches Gerücht hält sich denn Ihrer Meinung nach am hartnäckigsten? Ach, wahrscheinlich, dass Salieri Mozart umgebracht hätte. Ich denke, das ist so griffig und das ist aber ganz großer Blödsinn. Salieri ist eigentlich einer der größten Förderer Mozarts gewesen. Und er ist noch in den letzten Tagen von Mozarts Leben. Immer wieder hat er ihn geradezu aufgerichtet. Er war begeistert von der Zauberflöte und wusste wahrscheinlich sehr genau, dass er selber kein so großer Komponist war. Aber er hat Mozart immer wissen lassen, dass er für ihn einer der größten war. Und deswegen weiß das eigentlich kein Mensch, warum oder kein Musiker und kein Musikhistoriker, warum sich dieses Gerücht immer wieder neu wieder aufbaut, Salieri habe Mozart umgebracht. Also Sie haben damit auch in der Bild-Zeitung aufgeräumt, mit diesem Gerücht, vielleicht bringt es ja was. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie Zeit für Leute hatten, habe auch noch ein kleines Dankeschön für Sie. Im Mozart, der ist sehr viel Neues über Mozart erschienen, auch auf dem Buchmarkt. Ich denke, das meiste werden Sie vermutlich schon in Ihrem Bücherregal stehen haben, deshalb schenke ich Ihnen jetzt kein Buch, sondern etwas, was Sie auf Ihren vielen Reisen in der Westentasche mit sich führen können, da immer gut verstauen können und wenn Sie abends mal gemütlich mit Ihren Musikern nach dem Konzert zusammensitzen, vielleicht rausholen können, nämlich dieses Kartenspiel Mozart und Co., die großen Musiker, ein musikalisches Quartett. Das ist aber nett. Da sind auch die anderen Brahms und Schostakowitsch und alle anderen auch vertreten. Ja. Also von daher nicht nur Mozart. Schön. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Spielen. Danke Ihnen. Normalerweise füllt der Stardirigent und Pianist Justus Franz mit seiner Philharmonie der Nationen weltweit die größten Konzertsäle. Diese Woche war er mit seinen Musikern stattdessen in Mainz und hat zusammen mit ihnen Mainzer Kinder professionell unterrichtet. Das Ganze findet im Rahmen eines deutschlandweit einmaligen musikpädagogischen Projekts, das der Mainzer Technologiekonzern Schott zusammen mit Justus Franz durchführt und das auf 3 Jahre angelegt ist. Heute Nachmittag gab es als Ergebnis des diesjährigen Trainings ein großes Abschlusskonzert in der Rheingoldhalle von Justus Franz persönlich dirigiert. So klingt es, wenn 90 Profimusiker zusammen mit 100 Mainzer Kindern Händels Wassermusik spielen. Glänzende Augen, rote Wangen. Die Nervosität ist den Kindern anzusehen, aber auch der Stolz, dabei gewesen zu sein. Mir hat's gut gefallen. Es hat mir Spaß gemacht. Gut, mit den Justus Franz, dass man den mal kennenlernt und dass der dann regiert. Einfach mal eine ganz tolle Erfahrung. Es war cool, mit denen aus der Philharmonie zusammenspielen zu können. Wann hat man sonst schon als 8-, 10- oder 12-Jähriger die Chance,
die Rheingoldhalle zu füllen und gemeinsam mit Profimusikern aus der Philharmonie der Nationen ein Konzert zu geben. Und das, obwohl man sein Instrument selbst vielleicht noch gar nicht so gut beherrscht. Die Kinder fühlen sich von ihrem Dirigenten Justus Franz auf jeden Fall richtig ernst genommen. Er will halt, dass alle versuchen, ja, einfach ihr Bestes zu geben. Und wenn es daneben geht, ist es dann auch nicht schlimm, aber man soll wenigstens mal versuchen, 100% zu geben. Eine Woche haben sie geübt, trainiert von Justus Franz Musikern aus der Philharmonie der Nationen. Die Oberaufsicht führte der Maestro selber. Die 12-jährige Sonja Plapper übt am Spinett und ist überzeugt, Justus Franz hat sie um Jahre weitergebracht. Er sagt einem das nicht nur, sondern er zeigt das einem auch mit Vorspielen und so. Und er macht einem irgendwelche Eselsbrücken, sodass man sich das leichter merken kann. Zum Beispiel, er hat mir beim letzten Mal die D-Dur-Tonleiter gezeigt und damit man das dann zum Beispiel bei Kerzen schneller spielen kann, hat er mir einen ganz tollen Fingersatz gezeigt. Auch für die Musiker der Philharmonie der Nationen, die normalerweise nur mit Profis zu tun haben, war das Unterrichten von Kindern eine spannende Sache. Etwa für den Posaunisten Martin Wittenberg. 1, 2, 3. Es macht einfach Spaß, weil es sehr nette Kinder sind, also durch die Bank, und viele auch sehr gute, ist natürlich von allen Niveaus was dabei. Und es ist einfach auch eine ganz andere Herausforderung. Teilnehmen durften Mitarbeiterkinder der Firma Schott, aber auch Kinder der Mainzer Schulen. Der Mainzer Technologiekonzern sponsert das Projekt für 3 Jahre. Denn Vorstandsvorsitzender Professor Udo Ungeheuer, selbst vierfacher Vater und Klavierspieler, ist der Meinung, wer die Tonleiter beherrscht, hat auch auf der Karriereleiter gute Chancen. Sich auf einem Instrument über Jahre abmühen müssen, immer wieder üben müssen, den Stress dabei zu haben, ne? Das formt schon sehr stark die Persönlichkeit und den Charakter eines jungen Menschen. Nicht Eliteförderung, sondern Wertevermittlung und die Freude an der Musik. Das alleine ist das Ziel von Schott und dem Erfolgsdirigenten Justus Franz, der Maestro höchstpersönlich. Durch die Freude am Musizieren kann man unglaublich viel in jungen Menschen auslösen. Schon, dass sie miteinander etwas machen, dass sie nicht einsam vor einem Computer sitzen. Und damit haben die Kinder auch einen Inhalt in ihrem Leben. Ein Beitrag von S1-Redakteurin Katja Hein war das über den Technologiekonzern Schott und Justus Franz und sein einmaliges Musikprojekt. Meine